Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich eine ganz besondere Box für dich und zwar ist es die Glow Pro Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir mal zusammen reinzuschauen und erfahren möchtest, was es überhaupt ist, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es ist so, dass ich mich damals mal irgendwann als Glow Pro registrieren konnte. Und daraus ist dann ja auch entstanden, dass ich auf die Glow als Creator eingeladen worden bin und dann ja auch eine wunderschöne Zeit dort hatte und schöne Eindrücke sammeln konnte, viele von euch knuddeln konnte und Fotos mit euch machen durfte und so. Und man hat dann als Glow Pro auch immer die Möglichkeit, dann zu sagen, hey, ich hätte Bock auf die Glow Pro Box. Und dann kann man da in einen Lostopf geschmissen werden und dann wird man vielleicht ausgelost und dann bekommt man eine Box zugeschickt. Ich habe sogar zwei zugeschickt bekommen. Eine mache ich hier auf und die andere wird auf Instagram verlost. Folgt mir das sehr gerne. AI2P, Claudi rückwärts und ein P dahinter. Würde ich mich mega freuen, wenn du mich da bei meinem täglichen Wahnsinn begleiten würdest. So. Dieses Mal haben wir tatsächlich hier eine Box, die befüllt ist mit Produkten aus der Show Die Höhle der Löwen. Liebe ich, finde ich total interessant und auf der Glow gab es auch tatsächlich eine extra Zone, eine extra Area, wo halt ganz viele Die Höhle der Löwen Firmen waren und ich finde es sehr, sehr aufregend. Ich mag das einfach auch, diese ganzen, ja, ich mag das einfach, wenn die Gründer dann sich so, ne, mir fehlen die Worte, wenn die sich vorstellen und dann halt ihre Pitches vorstellen so und dann auch später die ganze Unternehmensbewertung und so. Ich finde das super aufregend und ich mag einfach so innovative Menschen. Das ist einfach voll mein Ding. Ich mag auch gerne so Produktentwicklung und ich stehe voll auf Produktdesign und so, bla. Auf jeden Fall habe ich hier jetzt die Box und man sieht halt auch direkt, okay, Höhle der Löwen, wir sind hier definitiv am Start, denn hier ist der Löwe und hier haben wir die ganzen Produkte drin. Ich meine, dass ich eben auch, als ich das Thumbnail gemacht habe, ein Produkt kurz erhascht habe, welches mir schon bekannt vorkommt. Aber das müssen wir gleich mal schauen. Wir gehen jetzt einfach mal durch. Ich zeige euch mal, was drin ist. Und das sind dann halt auch Produkte, die ich jetzt demnächst einfach auch mal ausprobieren werde. Ich weiß nicht, darüber jetzt ein komplett eigenes Video zu machen, muss ich mal schauen, ob das möglich wäre. Fände ich auch irgendwie ganz witzig. Als erstes habe ich von Miviam, eine Nagelfeile, besonders glatte Nageloberfläche, kein Halt für Ablagerung. Mit Konturkante für die Rundumpflege bis zum Nagelrand. Oh, die sieht echt fancy aus, Leute. Beidseitig verwendbar, rostfrei und langlebig. Das ist halt wirklich so eine Metallfeile, aber die ist anders, weil die ist so leer innen drin. Die gucken wir uns mal kurz an. Ich bin echt aufgeregt. Also, ich finde das immer sehr schön, dass man dann halt auch gesehen wird, ne, von Firmen und dass man dann auch ein Glow Pro sein darf. Das hört sich allein schon so verrückt an, ne? Dass man halt da auch mit aufgenommen wird und auch ausgelost wird, dass man die Box zugeschickt bekommt. Ich weiß auch, dass Frühlingsrolina auch mit dabei ist und auch Chiquitas Place und so. Wow, wie die sich anfühlt. Und guck mal, ihr könnt da auch durchgucken, ne? Sieht mein Auge da auch durch. Und das ist fancy. Das ist wie so ein Gitter. Ah, hier ist eine Fliege drin und Sammy mag das nicht so gerne. Okay, es ist jetzt wahrscheinlich mit Nagellack ein bisschen schwierig. Ich komme da jetzt aber ehrlich gesagt nicht so in die Ecken rein, weil ich habe ja auch so runde Nägel, ne? Ah, das muss ich mal ausprobieren. Aber jetzt so auf den ersten Swipe finde ich die jetzt nicht so ganz so gut, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Hier so, ne, da muss ich meine Nagelhaut immer ein bisschen runterdrücken, um da in die Ecke reinzukommen. Gut, hier vorne dran kriegt man hin, aber ist halt auch anders. Hier gibt es zwei verschiedene Zonen. Einmal müsste das hier ein bisschen gröber sein, das ist dann ein bisschen feiner. Sehr interessant. Hier steht ja auch zwei Zonenstruktur. Kein Nagelbruch mehr. Besonders gepflegte und glatte Nägel. Muss ich mich noch mit etwas mit beschäftigen und das ist eine etwas viel zu große Verpackung. Sorry, Leute, aber etwas heftig. Aber interessantes Produkt. Dann habe ich hier das nächste und das habe ich mir auf der Glow selber gekauft. Das heißt, es wird dann demnächst mal weitergegeben werden, verlost werden. Weil bis man so ein Produkt aufgebraucht hat, dauert das sehr, sehr lange. Das ist von Sumi.
For Women Protection Antitranspirant Kosmetikum Roll-On. Da sind 50 Milliliter drin. Ich hatte sowas damals in meiner Jugend, also auch zu Anfang von der Beziehung von meinem Freund und mir, ne, da haben wir uns das bei der Apotheke tatsächlich gekauft, anmischen lassen. Und mittlerweile gibt es sowas halt wirklich, dass du es im Laden so kaufen kannst. Und das finde ich sehr cool. Ich meine, das gibt es, DM müsste das ja eigentlich dann auch führen, ne? Oder Rossmann. Also in der Drogerie müsste das es auch auf jeden Fall geben. Auf jeden Fall habe ich das auch ausprobiert, beziehungsweise bin ich dabei, das zu verwenden. Die ersten paar Tage, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, 1 bis 3 Tage, genau. Die ersten 3 Tage habe ich das dann morgens aufgetragen, also quasi nicht direkt nach dem Duschen, weil die Poren dann wohl zu offen sind. Da machst du dir das drunter, aber nicht zu viel davon und lässt es dann trocknen. In der Zeit habe ich mir dann meistens halt so Sonnencreme aufgetragen oder so, ne? Und ja, dann kannst du dich danach halt normal anziehen. Und das soll halt wirklich dafür sorgen, dass die Schweißbildung nicht mehr so prägnant sein soll. Und ich muss wirklich sagen, dass seitdem ich das halt auch aufgetragen habe, da habe ich das wirklich 3 Tage morgens immer angewendet, ist es wirklich besser geworden. Ne? Also unter den Achseln, da wo ich es verwendet habe, und unter den Hupis. Du kannst es auch theoretisch an anderen Stellen machen. Die Hände sind wohl nicht so geeignet, hat uns die Dame da erzählt. Da stand ich nämlich mit Nicole, genau, wir standen da und haben uns das erklären lassen. Ja, aber ich finde es auf jeden Fall ein schönes Produkt und jetzt kann ich das so einmal wöchentlich mit runter machen, damit ich halt nicht so sehr schwitze. Ich muss halt noch in der Langzeitgeschichte einfach mal schauen, wie das sich noch weiter verhält, aber interessant auf jeden Fall. So, dann habe ich ebenfalls von Sumé, das habe ich auch schon geschickt, ja, dazu geschenkt bekommen, sage ich mal, von Sumé dieses Aloe Vera Gel mit Vitamin C und Hyaluron. Das kannst du für den ganzen Körper verwenden. 98% Bio Aloe Vera. Das ist sehr hautberuhigend, ne? Also das habe ich auch schon mal drauf gemacht. Mag ich gerne. Es macht eine ganz, ganz weiche Haut und es klebt nicht so eklig. Das finde ich auch angenehm. Das ist hier so eine richtig krasse Glasverpackung und das finde ich schön. Dass es hier auch mit drin ist. Kommt aus Hamburg, die Firma übrigens. Auch interessant, ne? Sammy liegt hier. Ja, Sammy ist mit mir heute im Raum. Das ist doch mal was, oder? Finde ich auch cool. Ja, kannst du auf Körper und Gesicht machen. Ideal als Grundlage für ihr Make-up. Das habe ich noch gar nicht probiert. Also quasi auch wirklich ins Gesicht. Da muss ich mal gucken. Mit einem Pumper mit dabei. Kommt da jetzt gerade unsere Pizza? Nee, das ist die falsche Richtung. Ja, wir warten auf unsere Pizza. Wir haben Hunger. Mein Freund hat mir eben schon eine Nachricht geschrieben. Ich habe so Hunger. Kann ich nichts für, ne? Den hier, den wollte ich mir auch auf der Messe eigentlich kaufen. Habe ich aber irgendwie voll vercheckt. Und ich bin sehr froh, dass ich ihn jetzt hier habe. Summer Saver Woman, der Anti-Wundreib-Stick. Gegen das Wundreiben der Oberschenkelinnenseiten mit pflegendem Mandel und Kokosöl. Leute, ist das geil. 25 Gramm sind hier drin. Und ich hatte euch das auch schon mal erzählt, dass ich jetzt ich kannte das vorher nicht, aber seit der Schwangerschaft, ich meine, ja, ich habe insgesamt auch schon 5 Kilo zugenommen. Schon ist gut, das ist eigentlich echt wenig, ne? Also für mein Körpergewicht, was ich halt vorher hatte und so, ist es wirklich wenig. Aber alles gut, ich esse echt gut. Ich habe nur am Anfang der Schwangerschaft echt Probleme gehabt. Ja, und das ist halt so genial, weil du dann halt gegen diese Hitze, also diese Reibungspickel arbeiten kannst, ne? Oh, und ich wollte mir das auch schon bestellen bei DM. War mir aber zu teuer. Und jetzt kann ich das halt erstmal austesten. Und wenn ich das richtig gut finde, kann ich euch das sagen. Und dann kann ich mir das auch nachbestellen. Sieht auch, ja, so aus wie halt diese Milksticks, die man ja auch kennt, ne? Anti-Wundreib-Stick. Oh, der riecht angenehm frisch. Mag ich vom Duft her gerne leiden, ne? Ja, es muss halt einfach nur zeigen, dass es dann auch wirklich seine Daseinsberechtigung hat. Könnt ihr nicht sehen, sehr gut. Und wenn ich mir das dann so an die Oberschenkelinnenseiten mache, geil, ich habe vor allem auch genau da jetzt gerade einen Mückenstich, das ist auch frech, ne? Machst du die dann auf beide Seiten wahrscheinlich, dass wenn die Oberschenkel dann aneinander reiben, dass es dann eher gleitet und nicht schrubbert. Ja, moin, Leute, ne? Ja, ja. Weil wenn ich sitze, wenn ich mit Sammy Gassi gehe, wenn ich, ne, mich bewege, wenn ich lebe, bewegt sich mein Körper ja mit und dementsprechend finde ich gut. Der wird ausprobiert, da werde ich euch ein intensives Fazit zu geben können, Leute. Ne? Das werde ich dann in mein aufgebraucht Video mit integrieren. Ich glaube, da vorne kommt unsere Pizza an. Der fährt schon ganz langsam bei unserem Nachbarn vorbei nach dem Motto, bei welcher Hausnummer bin ich jetzt gerade? Zack, die Wabdi, das war lecker, Leute. Ich sag's euch.
musste einfach auch mal sein. Sammy hat sich überlegt, er hat jetzt Feierabend. Gut, es ist auch schon 20 vor 9, ne? Aber gut, ich habe noch ein bisschen was vor. Ich mache jetzt hier einfach mal weiter mit Astalea. Raumduft Gardenia. 5 ml sind hier drin. Ein Duft voller Charme. Elegante und erfrischende Pudernoten wie Rose und Jasmin. Schreibt mein Name, ne? Verschmelzen mit fruchtigen Akzenten der Mandarine, Birne und Aprikose. Ein Hauch vom Paradies mit dem süßen Geschmack der Freiheit für den Raum, in dem du dich aufhältst. Einfach den Duft im Handlächeln pumpt, zerstäubern nach Bedarf. Auf den Astalea Duftstein sprühen oder in den Vernebler oder Diffusor füllen und genießen. Ja, es ist wieder die Zeit der Raumduft. Oder sie kommt. Sie kommt. Heute waren es noch 30 Grad. Sie kommt. Der blumige Duft verteilt sich so dezent in der Umgebungsluft und sorgt für deinen kleinen, aber feinen Wohlfühlmoment. Lässt der Duft nach, kannst du ihn einfach erneut versprühen. Und wir haben hier auch tatsächlich noch so ein Duftstein-Set mit dabei. Das gehört dann auch wohl zusammen, ne? Genau, fürs Auto kannst du den auch nehmen. Also das hier ist fürs Auto. Ja, da hast du nämlich so ein Festmachvieh, dann hast du einen Duftstein und dann hast du den Duft. Okay. Okay, ja, dann müssen wir mal gucken, ne, ob ich das in meinem Auto habe, weil mein Auto ist halt wirklich, ich habe mittlerweile ja einen kleinen Opel Adam, ne, und da brauche ich jetzt nicht so super viel Duft, muss ich gestehen, weil der riecht halt auch echt noch super, super gut, weil meine Stiefmama den echt immer gut gepflegt hat. Die kommt ja auch aus der Autobranche und das hier ist der Gardenia Duft. Dann kann ich euch hier mal sprühen. Ich meine, ich habe hier Fenster offen, Tür offen, alles offen, der Duft wird schnell verfliegen. Oh Gott, das riecht aber schön. Wenn das ein Parfum wäre, Leute. Das riecht so gut. Ich würde mir das auf den Körper sprühen. Das ist Wahnsinn. Wirklich, ohne Witz jetzt, ne? Boah, riecht der gut. Oh, mag ich gerne. Das ist etwas, was ich gerne mag, Leute. Riecht das und ihr wisst, was ich... Oh, was ich mag. Schade, dass du kein Parfum bist, dass du ein Raumduft. Aber na gut, da muss ich mir halt hier so einen Duftstein hinstellen. Ich kann ja das hier auch auspacken und hier hinstellen, ne? Wobei hier halt immer sehr viel Durchzug ist und so. Aber das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann auch mal gucken, dass ich die Produkte, werde ich euch wahrscheinlich eh verlinken, ne? Kriegen wir wohl. So, so benutzt du deinen Duftstein. Fülle 5 ml deines Lieblingsparfum. Oder einem ätherischen Öl in den kleinen Pumpzerstäuber. Dieser ist handlich und kann ideal im Handschuhfach mitgenommen werden. Okay. Ach, der ist auch leer, der da drin ist. Okay, aber ich habe ja jetzt hier auch einen vollen, ne? Besprühe nur die Rückseite des Duftsteins mit ca. 3 bis 5 Sprühstößen, je nach gewünschter Duftintensität. So erhältst du das beste Dufterlebnis und dein Astalea-Duftstein bleibt schön. Bleibt lange schön. Warte einige Minuten, bis die Flüssigkeit komplett eingezogen ist. Bringe den Duftstein mit Hilfe des Magnetclips an der Halterung an. Diese lässt sich unkompliziert in die Lamellen der Autolüftung stecken. Lässt der Duft nach, besprühe den Stein erneut, um den Duft aufzufrischen. Die Intensität und Dauer des Dufterlebnisses hängt maßgeblich von deinem verwendeten Duft ab. Klar. Aber da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass ich dann auch den Duft nehmen würde, weil nämlich das voll gut riecht. Hä? Warte. Ach, das ist magnetisch. Stand das da nicht sogar, Claudia? Läuft. Okay, also. Ach, das ist ja super. Also das Moped brockel ich dann einfach an die Halterung ran. Ich habe hier irgendwie was. Ja. Dann mache ich hier hinten den Duft drauf. Und dadurch, dass dann die Belüftung da drauf geht, vier Duftsprüher mache ich jetzt mal. Dann soll das ja eintrocknen, ne? Dadurch, dass die Belüftung da drauf geht, verteilt sich dann der Duft wahrscheinlich auch entsprechend. Oh. Also das finde ich klasse. Das kommt auch tatsächlich mit in mein Auto. Das nehme ich mit in mein Auto. Dann kommt das hier nämlich in den in mein Aufgebraucht-Video. Dann kann ich euch davon erzählen, auch wenn es jetzt kein Beauty ist in dem Sinne. Aber ihr wisst, was ich meine. Genau, weil dieser Speckstein, ich nenne das immer Speckstein, das ist glaube ich kein Speckstein, ne? Ich weiß nicht, wie diese Art von Stein heißt. Habe ich euch den eigentlich schon gezeigt, wie hübsch der ist? Der ist wirklich schön, ne? Sowas kann man auch definitiv dekorativ dann am Auto so dran haben. Oh, Pock. Klack. Geil.
Mache ich morgen direkt dran, weil jetzt ist ja schon dunkel bei uns. Schön. Nee, wirklich. Also das feiere ich. Und theoretisch, wenn man jetzt, ne, dann kannst du dieses... Ich habe es jetzt einfach mal auf meinen Körper gesprüht. Ist okay. Dieses leere Fläschchen kann man ja auch jederzeit dann noch verwenden. Für was auch immer, worauf man so Bock hat, ne? Nee, finde ich gut. Also das ist so gerade so mein Highlight-Produkt. Muss ich gestehen. Gut, Sumi ist auch ganz nice. Kannte ich ja schon oder habe ich schon in Anwendung. Wobei auch dieser Anti-Reib-Stick zwischen den Beinen ganz angenehm ist, ne? Okay, Washis. Ich liebe Washis. Ich habe da super viele von. Habe mir letztens auch nochmal neue gekauft bei Amazon. Aber die kann ich dann halt auch noch gut gebrauchen, ne? Make-up-Remover-Pads, nachhaltig und immer wieder verwendbar. Removes Make-up with water only. Nein. Nicht bei mir. So schauen die aus. Und das ist auf einer Seite grün, auf der anderen Seite weiß. Okay. Finde ich schön. Finde ich wirklich schön. Ist hier irgendwie noch ein Klebe? Ja, hier. Ja, also ich benutze das unterstützen. Ne? Also ich mache damit schon Make-up runter, aber ich habe dann vorher einen Cleansing Balm oder sowas drauf gemacht. Hier haben wir jetzt zwei Stück drin. Kann ich euch wirklich im Aufgebraucht was zu erzählen? Und so schauen die aus. Die sind halt super weich. Ne? Gut, bei mir ist es halt möglich, weil ich die in den Trockner packe, dass ich deswegen halt einen Fehler mache und weil ich Weichspüler verwende. Normalerweise, wenn du halt diese Dinger in Anwendung hast, solltest du keinen Weichspüler verwenden und sie nicht in den Trockner packen, weil dadurch quasi die Struktur und die Funktionalität kaputt gemacht werden. Und dann hast du halt nur noch Waschlappen eigentlich, ne? Oder super weiche Waschlappen vor allem. Und ich mache das aber, weil ich das einfach lieber mag und weil ich halt... Ich benutze immer Weichspüler für die Wäsche, wo ich das mit reinpacke, also Handtücher und so weiter. Und ich schmeiße das eigentlich auch immer in Trockner, weil irgendwann wird mir das sonst zu hart. Meine alten Waschis haben übrigens 3 Jahre gehalten, würde ich jetzt mal so sagen. Da hatte ich ja die erste Generation davon, ne? Und da hatte ich mir auch einige von gekauft, aber die sind jetzt mittlerweile so dermaßen Uppe gewesen, dass ich die entsorgt habe und mir halt neue gekauft habe, so zweite Wahlgeschichte bei Amazon. Und die hier kommen jetzt auch noch mit dazu. Finde ich, ich mag Waschis. Also finde ich wirklich praktisch, finde ich cool. Noch cooler wäre es halt, wenn du hier so mit den Fingern rein könntest, ne? Also quasi, wenn das hier so offen wäre. Egal, aber du kannst es so halt auch super gut anpacken, ne? Also passt jetzt auch super zu meinem Augen-Make-up übrigens. Wahnsinn! Okay, so, ich habe hier wirklich die volle Dröhnung drin. Zwei Produkte von Shea. Yeah! Habe ich ja auch noch mit dabei. Krass. Einmal ein Lippenbalsam mit Shea Butter, Ringelblume und Melisse. Wasserfrei, vegan, ohne Konservierungsstoffe. Sehr interessant. Das müssen wir uns mal angucken. Die Produkte sind halt alle noch richtig schön verschlossen. Das finde ich auch sehr praktisch. Oh, dieser Duft von dieser Gardenia, ne? Oh, richtig gut. Mit Inhaltsstoffen aus kontrolliert biologischem Anbau. Der Lippenbalsam aus raffinierter Bio-Shea, Butter, Melissenextrakt und Ringelblumen spendet langfristig Feuchtigkeit. Er pflegt, nährt und regeneriert die Lippen nachhaltig mit herrlichem Melissenduft für eine rundum wohltuende Lippenpflege. Ja, Lippenpflege verwende ich auch immer wieder mal gerne. Ui, das scheint ein großer zu sein. 8 Gramm. Ne, so schaut er aus. Sieht auch ein bisschen aus wie so ein Autan-Stick. Ja, sieht wirklich aus wie ein Autan-Stick, Leute. Oder? Das heißt doch Autan, oder? Dass man das so hochdreht auch. Ich rieche nur noch Gardenie hier. Aber ja, kommt dann auf jeden Fall immer eine Backup-Sammlung, dass ich den dann mal ausprobieren kann. Kann ich jetzt so nicht viel zu sagen zu der Pflegewirkung. Und dann habe ich hier nochmal Shea Yeah Hand Balm. Shea Butter, Malve, Pfirsich. Himbeere, Pfirsich, genau, das ist dieser hier. Da sind 40 Gramm drin enthalten. Tierversuchsfrei steht hier hinten auch noch mit drauf. Also das wird dann wahrscheinlich so eine Art Handcreme sein, ne? Mit Shea-Butter, also dann wahrscheinlich auch fest. Also gut geeignet für am Bett bei mir. Da steht sowas nämlich immer. Das ist ein hübsches Pöttchen. Ich mag auch diese Pastellfarben. Wir hatten hier ja dieses grün-mintige, mag ich gerne. Und dann hier dieses rosane, mag ich wirklich gerne. Ui, das riecht aber wirklich irgendwie intensiv, aber irgendwie auch gut. Es riecht nach einem Kaugummi, was ich kenne, Leute. Ich will da jetzt nicht reinbeißen, ne? Aber es riecht nach einem Kaugummi, was ich kenne. Hm, interessant, ja. Fest, aber das ist halt dieses, wenn Shea Butter auf genereller, so normal Raumtemperatur ist, ne? Dann ist die ja fest und dann... Oder war das Kokos? Weiß ich nicht. Und dann wird die halt...
flüssig, mit Shea Butter aus Ghana und Kräutern aus der Schweiz, mit wilder Malve. Na guck, Familie Malvengewächse. Entdecke mehr auf shearyear.ch. Ach, ein Schweizer Unternehmen ist das. Interessant, okay, ja. Sowas finde ich cool. Ne, das wirkt auch sehr ansprechend auf mich, muss ich sagen. So, jetzt habe ich hier das letzte Produkt und zwar Mi Douche. Beautyzeit Duschkosmetik Creme Duschschaum mit Hyaluron. Feuchtigkeitsspendende Intensivpflege. Pflegender Duschschaum mit Hyaluronsäure und Mandel- und Avocadoöl. Vor Gebrauch schütteln, eine faustgroße Menge Schaum auf die feuchten Hände verteilen und dann auf den Körper. Dann abduschen. Ja, Duschperfekt aus Monheim am Rhein mit Hyaluron. Es riecht jetzt nicht irgendwie bombastisch gut. Riecht halt angenehm, ne? Ja. Muss ausprobiert werden. Also da, das nehme ich irgendwie dann demnächst mal mit unter Dusche. Sieht jetzt nicht so super ansprechend aus, dass es halt jetzt so nach Mädchen schreit, muss ich gestehen. Ist eher so ein Unisex- oder Männerprodukt, oder? Ich weiß nicht. Also dieses klassische Schwarz oder Weiß, wobei das eher dunkelbraun ist, steht ja meistens eher so für Männerkosmetik. Also wenn ich so den Schrank von meinem Freund aufmache, sehe ich halt super viele diese sehr dunklen Geschichten oder sehr cleanen Geschichten. Und wenn ich das bei mir aufmache, bunt, knallig, alle möglichen Farben des Regenbogens vertreten. Deswegen, vielleicht teilen wir uns das auch einfach mal und können dann mal gucken, wie wir das so finden. Also quasi mein Freund und ich gemeinsam. Warum nicht, ne? Man muss halt nur gucken, wie das dann vom Duft her ist. Und dann können wir das sagen. Süßmandel ist hier nämlich drin. Ansonsten, ja, Parfüm, aber was für ein Parfüm, ne? Hier steht halt einfach nur drauf, dass es ein Cremeschaum mit Hyaluron ist, aber du weißt halt nicht, ob das blumig oder fruchtig oder so ist. Es riecht ja alles einfach nur nach diesem geilen Gardenia-Gedönsen von Astalea, was ich gerade richtig gut finde. Ja, ihr Lieben, das war jetzt die Glow Pro Box. Wie gesagt, eine davon wird aktuell wahrscheinlich oder wurde schon. Na, es wird eigentlich aktuell erst, ne? Auf Instagram verlost, schau da gerne mal vorbei und ja. Vielen Dank an die liebe Glow, dass ihr mir diese Box geschickt habt. Vielen Dank an euch, dass ihr überhaupt da seid. Ansonsten wäre das nämlich gar nicht möglich gewesen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!